Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute unter anderem mit ihr darüber sprechen wollen, wie sie auf das blickt, was diese globale Krise gerade alles offenlegt. Politikwissenschaftlerin, Kollegin beim Mittagsmagazin im ZDF. Ihre ersten journalistischen Gehversuche machte sie allerdings in einer Nachrichtenagentur. Und sie hat mal erzählt, wie sie im Auftrag dieser Agentur zu einem Termin geschickt wurde, zu einer Pressekonferenz, um gleich am Eingang vom Türsteher gefragt zu werden: Ah, Sie sind vom Catering und Sie bringen den Kaffee. War sie nicht vom Catering? Und es ist auch nicht die Frage nach dem Kaffee, die sie tatsächlich am öftesten in ihrem Leben gehört hat. Die Frage, die sie am häufigsten hört, ist die Frage: Wo kommst du eigentlich her? Fragen wir die Hamburgerin Jana Pareigis. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Freue mich sehr. Ja, Covid-19 hat nicht nur eine globale Rassismusdebatte ausgelöst. Weltweit geht es tatsächlich auch um Existenzen. Und die Frage an ihn als Arbeitsminister dieses Landes ist: Wie lange noch? Wohin führt das alles am Ende? Er ist längst zu einem Gesicht dieser historischen Situation geworden. Einer, der immer umso cooler wirkt, je hektischer alle anderen um ihn herum werden. Hat er sich vielleicht bei Olaf Scholz abgeguckt, der in der Lage ist, so zu schauen, dass man als Gegenüber nie weiß, was er wirklich denkt. Bei ihm ist es ähnlich. Er hat mittlerweile seinen Augenaufschlag bei kritischen Nachfragen so perfektioniert, dass er die schlimmsten Milliardenbeträge aussprechen kann, ohne dass ihm der kalte Schweiß ausbricht. Was denkt er allerdings wirklich? Und wer wird das alles irgendwann mal bezahlen? Herzlich willkommen, Hubertus Heil. Freue mich sehr. Hallo. Ja, wir werden nicht nur, sagt dieser Mann, die Mutter aller Rezessionen erleben, sondern auch den stärksten Einbruch des Welthandels. Einer der Top-Ökonomen dieses Landes, Präsident des renommierten Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und im Nebenberuf auch noch Österreicher. Das ist insofern nicht unwichtig, als er und seine Leute gerade eine sehr interessante Studie vorgelegt haben, die zum ersten Mal belegt, wie folgenreich wirklich war, was in Ischgl passiert ist. Ischgl war, sagt er, Ground Zero für Corona in Deutschland und in Nordeuropa. Und wir wollen ihn fragen, was macht eigentlich diese Erkenntnis mit seinen patriotischen Gefühlen? Herzlich willkommen, Gabriel Felbermayr. Freue mich sehr. Ja, und dann ein sehr interessanter Mann bei uns. Als wir uns das letzte Mal hier gesehen haben, da rutschten wir gerade so mit Anlauf in diese Krise rein. Es war der 18. März und er sagte hier den schönen Satz: An die Apokalypse habe ich noch nie geglaubt. Wir haben uns damals darüber unterhalten, was es mit uns macht, wenn sich die Dinge so fundamental ändern. Normalerweise, sagt er damals, laufen wir so mit der Vorstellung durch die Welt, dass morgen genauso wird wie heute. Und jetzt merken wir plötzlich, irgendwas ist anders als letzte Woche. Was löst also dieser erzwungene Konsumverzicht über Monate bei uns aus? Was hat sich da verändert in unseren Köpfen? Er nennt es einen Epochenbruch. Was meint er damit, fragen wir einen der führenden Soziologen dieses Landes, Harald Welzer. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Freue mich sehr. Ja, tolle Runde, freue mich. Herr Welzer, direkt an Sie. Olaf Scholz nennt es mit Wumms aus der Krise kommen. Sigmar Gabriel, immer noch gefühlt Außenminister, nennt es einen Kessel Buntes. Wie finden Sie das Konjunkturpaket, das unter anderem Herr Heil zu verantworten hat? Oha, das ist natürlich als Eingangsfrage für eine gute Frage. Für jemand, der das im Grunde genommen jetzt nur also als Zeitungsleser wahrnimmt und keine ökonomische Kompetenz hat. Aber genau deswegen ist es für Sie eine gute fiese Frage. Ich würde sagen, laienhaft betrachtet leuchtete mir sehr viel daran ein. Mir leuchtet auch das Kernargument ein, dass man da jetzt sozusagen sehr intensiv und sehr schnell agieren muss, um da rauszukommen. Von meinen eigenen Orientierungen ist mir in dem Konjunkturpaket natürlich zu wenig Klimaschutz und Ökologisches berücksichtigt. Insofern hätte ich gesagt, ich würde eine Krise vielleicht anders nutzen, um grundsätzlich gesellschaftliche Orientierung, wirtschaftliche Orientierung umzubauen. Ich helfe Ihnen noch mal ein bisschen auf die Sprünge. Ja? Ich wäre sehr dafür, dass wir uns jetzt mal ein bisschen streiten hier. Sie haben im Vorfeld gesagt, wir haben, wenn wir ehrlich sind, eine, Achtung, enorme Fantasielosigkeit auf Seiten der Ökonomen. Ja, das können wir uns dann tatsächlich gleich drüber streiten. Und das ist natürlich aus der Ferne sozusagen bewertet. Aber in der Tat würde ich ja denken, dass wir für das 21. Jahrhundert, gerade wenn man diese Form von freier Gesellschaft durch dieses 21. Jahrhundert bringen möchte, gerne auch mit kapitalistischer Wirtschaft,
diese Wirtschaft aufgeklärt werden muss in naturaler Hinsicht. Wir kommen ja mit dem traditionellen Modell der Wachstumsökonomie, des permanenten Konsumierens, der Voraussetzungen unserer Ökonomie nicht durch dieses Jahrhundert. Und da hätte ich eigentlich schon doch mehr Fantasie bei den Ökonomen erwartet, als sozusagen wieder aus der Außenperspektive, man möchte gewissermaßen in ein Modell wieder zurückkommen, das doch ohnehin große Schwächen hat. Und insofern hätte ich gedacht... Was hätten Sie denn gemacht, Herr Welzer, um mal eine Arbeitsthese in den Raum zu werfen? Naja, ich hätte, da kann man jetzt ein Spektrum aufzählen. Also ich hätte natürlich bei den Fragestellungen, was machen wir mit der Luftfahrt, was machen wir mit dem Verkehr und so weiter, die Chance tatsächlich versucht wahrzunehmen. Ich meine, ich bin nicht in charge. Herr Heil guckt schon so. Machen Sie es mal konkret, Herr Welzer. Was hätten Sie mit denen gemacht? Mit der Luftfahrt und dann mit dem Verkehr? Na, ich hätte eigentlich den Versuch gemacht, öffentlichen Verkehr in viel stärkerer Weise zu privilegieren, als es gegenwärtig der Fall ist. Und alles das, was insbesondere fossiler Individualverkehr ist, radikal zurückzufahren. Das würde für die Stadtplanung zum Beispiel einen Paradigmenwechsel bedeuten. Es würde sozusagen ein ganz anderes Augenmerk auf das, was jetzt öffentliche Verkehrsversorger machen und sowas bedeuten. Die spielen ja keine sonderliche Rolle in diesem Paket. Ja. Und bei dem Lufthansa-Thema und sowas, da muss man halt nach Frankreich gucken und sich anschauen, was Air France sozusagen als Auflage bekommen hat. Und das ist alles, dass es keine innerfranzösischen Flüge mehr gibt, sondern dass dieser Transport auf die Bahn verlegt wird und sowas. Und insofern sind da viele Hebel. Mit der Autoindustrie, was würden Sie da machen? Radikalen Schnitt, würden Sie dann sagen, okay, Autos raus aus der Innenstadt, Feierabend? Groß, das sowieso. Also ich finde, die autofreie Stadt ist die Stadt des 21. Jahrhunderts. Das Auto ist einfach da antiquiert. Wir wissen, warum es so eine Bedeutung bekommen hat. Aber ich finde, in vielerlei Hinsicht kann man einfach drüber sprechen. Wir haben ja in Deutschland eine Riesendiskussion über Immobilienpreise, Bodenpreise, Mieten und so weiter. Wir sprechen nie darüber, welche Fläche Autos belegen. Das ist total verrückt, wenn wir in einer Stadt wie München mehr als 12% der Stadtfläche mit Parkenden, ich meine, die Münchner brauchen große Autos, das ist völlig klar. Aber ja, 12%. Ich höre den Unterton. Ja. 12% der Münchner Stadtfläche können sich große Autos leisten, für parkende so Autos, das muss man sich leisten wollen. Und wofür? Ja. Ja, und fahrende Autos brauchen viel mehr. Das heißt, da kann man ein großes Thema aufmachen. Aber was mich eigentlich interessiert dabei ist, dass man doch auch industriepolitisch diese Zeichen schon viel länger hätte erkennen müssen oder müsste sie erkennen. Das Auto ist nicht mehr das Ding, mit dem wir durch das 21. Jahrhundert kommen. Es passt nicht in die Zeit, weder von den Ressourcen her noch von allen anderen Dingen. Okay. Weil wir können öffentlichen Verkehr natürlich in Zeiten der Digitalisierung viel besser organisieren, als es jemals der Fall gewesen ist. Ja, hier sitzt Jada Pagaidis. Die Idee, wir müssen das ganz anders denken. Wir müssen die Innenstädte anders denken und da müssen wir auch radikal Zöpfe abschneiden. Ist das etwas, von dem Sie sagen, ja, da kann ich mich für begeistern? Ich glaube schon, das sieht man ja bei Fridays for Future, dass sozusagen Leuten auch klar ist, dass das Verzicht bedeutet. Und ich glaube, das ist politisch ganz schwer eigentlich vermittelbar. Weil, wie Sie auch meinten, wenn man dann sagt, bei Air France zum Beispiel, es gibt keine Inlandsflüge mehr, dann heißt das, die Leute müssen halt Bahn fahren. Und wenn das heißt, irgendwie Flüge werden teurer oder wir wollen CO2 einsparen, dann kann man eben nicht mehr für ein Wochenende nach Barcelona zum Shoppen. Das muss man ja eigentlich auch von der Politik vermitteln. Merken Sie, darf ich mal ganz kurz ein bisschen privater werden, merken Sie das in Ihrem Umfeld, dass da was passiert ist in den Köpfen? Also ich stelle das fest. Ich habe den Eindruck, die Leute, also auch dieser Konsum, wir versuchen jetzt gerade mit sehr viel Geld diesen Konsum irgendwie in Gang zu bringen, aber ich habe das Gefühl, die Botschaft kommt nicht so richtig an. Selbst Leute, die gestern noch bereit waren, für 80.000 Euro ein Auto zu kaufen, also Leute, die Gutverdiener sind und die vielleicht auch heute noch in der Lage wären, das zu tun, machen es aber trotzdem nicht mehr, weil sie sagen, mal gucken, mal abwarten und brauche ich das eigentlich? Ja, ich denke auch, dass es eine Konsumkritik gibt. Wie gesagt, ich glaube, es geht gar nicht so um das persönliche Umfeld. Aber vor allem auch, glaube ich, und deswegen, ich ziehe es immer wieder ein bisschen auf eine gesellschaftspolitische Ebene, eigentlich weg von dem Ökonomischen. Ich glaube, dass wir im Moment gerade schon eine Auseinandersetzung darüber sehen, was für eine Gesellschaft wir eigentlich haben wollen. Ja. Ja? Also wirklich nicht nur, was das Ökonomische angeht und was den Konsum, sondern wie wollen wir miteinander leben? Wie soll die Demokratie aussehen, die wir haben? Und da gibt es einfach diese zwei Pole.
Wir sehen es in den USA, wir sehen es in Deutschland auch, wenn wir die letzten vergangenen Jahre angucken, einen starken Druck von rechts, die Agenda auch, den Diskurs auch verschoben haben. Dann auf der anderen Seite Fridays for Future und jetzt auch die Black Lives Matter Bewegung. Ich sag mal, wenn man das ein bisschen so kategorisieren kann, politisch eher von der linkeren Seite. Und die Frage wirklich, wir sind eine vielfältige Gesellschaft, wie gehen wir damit um und wie wollen wir die Zukunft gestalten? Herr Felber, mal bevor gleich der Arbeitsminister antwortet, der dann für das Ganze auch irgendwie zuständig ist. Wie groß ist denn Ihre Sorge an dem Punkt, also was die Ökonomie zum Beispiel angeht, um mal da ganz kurz zu bleiben? Das, was Herr Welzer sagt, ist ja im Grunde, da findet ein Paradigmenwechsel statt. Ne? So verstehe ich Sie. Da passiert gerade was in unseren Köpfen. Und wir haben uns mal, glaube ich, hier in der Sendung darüber unterhalten, wie wichtig Psychologie ist in der Wirtschaft. Du kannst Geld geben, wie viel du willst. Wenn die Leute im Kopf nicht mehr bereit dazu sind, haben wir ein Thema. Klar. Und der Einzelhandel spiegelt uns das gerade. Wir haben da ein Thema. Mit welchen Gastronomie das Gleiche zum Beispiel. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da drauf? Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass sich immer wieder Dinge verschieben. Das ist ja nicht etwas, das wir jetzt gerade in der Corona-Krise entdecken, sondern das läuft ja permanent. Meine Generation tickt anders als meine Studenten in den Hörsälen und meine Kinder sind auch wieder ganz anders. Und das ist nicht sozusagen speziell neu. Was vielleicht sich tatsächlich ändert, ist, dass neben dem materiellen Wohlstand andere Wohlfühlfaktoren eine größere Rolle spielen. Das ist etwas, das Unternehmen schon seit 10, 15 Jahren berichten, dass man die jungen Leute nicht mehr mit einem Gehaltscheck so gut locken kann. Sie sagen, du kriegst ganz viel Geld, dann musst du hart arbeiten. Da wird sehr viel mehr nach der Work-Life-Balance gefragt. Das sind aber alles Trends, die sind schon lange vor Corona gewesen. Mhm. Jetzt sehen wir mal, was Fastenzeit bedeutet. Nicht? Und dass es auch mal ganz gut ist, vielleicht einen Urlaub am Balkon zu verbringen oder zu Hause. Ich würde aber warnen, da gleich mal zu extrapolieren und zu sagen, jetzt ist alles anders, die Menschen haben sich komplett geändert. Das ist auch mal was Neues, nicht? Wer jedes Jahr im Sommer nach Mexiko fährt und dann jetzt mal ein Jahr nicht, ja, der erlebt das als etwas Außergewöhnliches, als etwas Spannendes. Jetzt probieren wir mal Urlaub in Deutschland. Ich glaube, dass das Thema ab heute heißt Verzicht und alle applaudieren und finden das großartig. Das halte ich für eine höchst gefährliche Vorstellung. Das wird, wenn es dann wirklich mal so kommt, dass Menschen Jobs verlieren, dass es wirklich eng wird in materieller Hinsicht, dann generiert sowas Verteilungskämpfe. Mhm. Nicht? Also wenn wir kein Wachstum mehr haben, dann wird der kleinere Kuchen oder der nicht mehr wachsende Kuchen ein immer größeres Verteilungsproblem hervorrufen. Wir werden älter. Nicht? Wir brauchen das Wachstum schon deswegen, damit wir gleichzeitig die Rentner zufriedenstellen können, damit die das, was sie erwirtschaftet haben, in ihrer Zeit auch dann haben, um damit konsumieren zu können. Und gleichzeitig sollen aber die Jungen weiter gut leben können. Das ist eine Spannung, die nur geregelt werden kann, wenn wir weiterhin Wachstum haben. Aber nicht beliebiges Wachstum. Ja? Also es wird ja immer so getan, das Wachstum, das sei das BIP-Wachstum und fertig. Das ist etwas, das Ökonomen überhaupt nicht denken. Wer in ein sozusagen Basislehrbuch schaut, der wird sehen, den Ökonomen geht es nie darum, dass wir das BIP-Wachstum, das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes maximieren. Ja? Sondern es geht um das, was wir Wohlfahrt nennen. Also um den Nutzen auch, ne, der Menschen. Und der besteht natürlich aus dem Konsum von materiellen Dingen. Aber da spielt die Gesundheit eine Rolle. Da spielen auch Dinge wie Ungleichheit, Risiko eine Rolle. Nicht? Der Staat, wenn er die Menschen versichert gegen Risiken, produziert etwas. Das ist nicht, na, das kostet manchmal Geld, aber das hat einen Nutzen und geht ein in dieses umfassendere Wohlfahrtsmaß. Deswegen sozusagen den Volkswirten vorzuwerfen, den Ökonomen, dass sie sozusagen immer nur nach dem Wachstum gucken und dass das nicht sehr kreativ wäre, das zielt auf eine Strohpuppe, die es so nicht gibt. Naja. Jedenfalls nicht in meiner Disziplin, vielleicht gibt es irgendwo anders. Ganz kurz, Herr Welzer, was Ihnen direkt betrifft und dann Herr Heil. Ja, vielleicht eine Bemerkung einfach dazu. Am Ende läuft Ihre Argumentation ja doch darauf hinaus, dass sie Wachstum brauchen, um, wie Sie es eben formuliert haben, Spannungen aufzulösen. Ja. Und wir sind, glaube ich, in einer gesellschaftlichen Situation, deshalb fand ich auch sozusagen diese Reihung von Fridays for Future zu Black Lives Matter, und das sind dieselben jungen Leute, genau, die dort demonstrieren, ist aus meiner Sicht ein Zeichen dafür, dass sie diese Spannung eben mit den konventionellen Mitteln nicht auflösen werden. Und der Witz daran liegt, wenn Sie diese Proteste angucken, die übrigens Vorlauf hatten in den Schülerprotesten in den USA gegen die School-Shootings und die Waffenindustrie, und dann sich fortgesetzt haben mit Demonstrationen gegen rechts und so. Immer junge Gruppen, die das machen.
Der Kern der ganzen Geschichte liegt in der Gerechtigkeitsthematik. Und diese junge Generation, die wir jetzt sehen, ist eine politische Generation, die Gerechtigkeit auf ganz andere Weise reklamiert, als sie das mit ihrer ökonomischen Spannungsauflösung realisieren könnten. Und das ist, glaube ich, etwas, weshalb man sagen kann, wir sind tatsächlich in einem Umbruch. Und Generationenprotest hat die größte Power, Gesellschaft tiefgreifend zu verändern. Das muss nicht positiv sein. Wir haben auch schlechte Ergebnisse von Generationenprotesten. 20er Jahre, ja, Nationalsozialismus, auch die russische Revolution ist vielleicht nicht das Erfolgsprojekt gewesen, sind aber Generationenprojekte. Und in so einer Situation befinden wir uns gerade, ich will das gar nicht dramatisieren, aber man muss das genau beobachten, dass die eigentliche Entwicklung jetzt die einer politischen Generation ist. Und die will was anderes als das, was wir sozusagen im Rezeptbuch haben. Ja, die auch ein nationalistisches Narrativ ablehnt. Ja, sagen, ne? Geil. Zurück zu, also zum Auto noch mal ganz konkret, weil das war die Ausgangssituation, die autofreien Innenstädte. Also wenn man dann da sitzt und dann so ein Konjunkturpaket auflegt, Sie als jemand, der aus dem Autoland Niedersachsen stammt, wie sehr hadert man da mit sich, wenn man sagt, okay, wir loben jetzt eine Prämie für Elektroautos aus, wir stimulieren den Kauf von Elektroautos, aber Verbrenner ist vorbei und weiß gleichzeitig oder sieht, dass am neuen Berlin-Brandenburger Flughafen die komplette Fläche, weil ja Flugzeuge da nicht fliegen im Moment, voll ist mit Autos von Volkswagen, die im Moment keiner mehr haben will. Mhm. Also Überproduktion. Da stehen Millionen Werte rum, die keiner mehr will. Mhm. Was heißt denn das? Es ist schon der tiefste wirtschaftliche und soziale Einschnitt unserer Generation. Das muss man in der Größe sehen. Ich würde allerdings wagen, an einem Punkt zu widersprechen. Ich finde das Bild mit dem Brennglas super. Mhm. Weil im Brennglas sieht man, was in diesem Land auch vorher nicht gut war. Das haben Sie beschrieben. Aber man sieht auch, was gut war. Ich will daran erinnern, dass wir in den letzten 3 Monaten trotz dieses wirtschaftlichen Einbruchs im Vergleich zu den USA, und das ist ein Unterschied, da sind 41 Millionen Arbeitsplätze verschwunden. In Deutschland haben wir ein Sozialstaat mit den Mitteln der Kurzarbeit erstmal eine Brücke gebaut. 7 Millionen Menschen, deren Jobs wir jetzt retten. Jetzt geht es um die Frage von zweierlei. Und das ist mir sonst ein bisschen zu holzschnittartig. Wie kriegen wir Wirtschaft wieder in Gang? Durch Investitionen, auch durch die Stärkung von Kaufkraft. Und wie kriegen wir es hin, dass wir gleichzeitig das Land modernisieren, dass es digitaler, dass es ökologischer und sozialer wird? Und um es konkret auf diese Frage zu machen, ja, mein Wahlkreis ist vor den Toren Wolfsburgs. So. Und da sind viele Menschen, die arbeiten gar nicht bei VW, sondern in der Zulieferindustrie. Genau. Die haben sich vorher schon Sorgen gemacht, Stichwort Digitalisierung. Das ist ja auch ein Megatrend, der die Produktion verändert. Und auch die Frage natürlich, zu neuen Antrieben zu kommen. Ich glaube, dass es richtig war, dass wir in diesem Konjunkturpaket nicht einfach nur Konjunkturmaßnahmen gemacht haben, sondern dass wir eine umfassende Strategie haben. Da ist übrigens vieles drin, was Herr Welzer genannt hat. Eine Wasserstoffstrategie ist dabei. Da ist der Ausbau von auch Infrastrukturen dabei, zum Beispiel Ladeinfrastruktur. Und es gibt Kaufanreize durchaus auch für Elektroautos und Hybride. Und wenn die Unternehmen selbst beispielsweise ihre Autos noch verkaufen wollen, können sie auch Rabatte machen, weil sie die Mehrwertsteuersenkung noch nutzen können. Also ich kenne die Sorgen in den Betrieben vieler Beschäftigter, die ja in den letzten Jahren hart gearbeitet haben. Aber die wissen, dass diese Transformation stattfindet. Und da müssen wir eine ganze Menge begleitend machen, zum Beispiel was die Frage von Qualifizierung betrifft, damit die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Aber deshalb, wann muten Sie den Leuten die unangenehme Wahrheit zu, dass es viele Menschen geben wird, die da Jobs verlieren werden? Also wir erleben das jetzt gerade schon. Ich habe ja gesagt, wir sichern Millionen von Arbeitsplätzen. Ich zitiere nur mal aus dem Kopf. 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im Vergleich zu 2019, also ein Jahr zurück, haben wir 600.000 mehr Menschen in Arbeitslosigkeit. Ja. Das ist eine große Zahl. Wenn man unterstellt, ich glaube, das sind die Zahlen aus der letzten Finanzkrise, da waren 1 Million ungefähr in Kurzarbeit. 1,3, ja. So, 30% ungefähr gehen direkt von der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit. Das kann man so nicht unterstellen. Das will ich ganz deutlich sagen. Weil aber das ist die Erfahrung aus 2008. Ja, aber es ist eine ganz andere Krise gewesen. Wir haben damals eine Welt. Aber was macht Sie denn so sicher, dass es jetzt besser wird mit 10 Millionen? Die Herausforderung ist jetzt größer. Aber wir haben, wir haben ja unterschiedliche Störungen in der Wirtschaft. Wissen Sie, worauf ich hinaus wollte? Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir im Zweifel, wenn wir Pech haben, stehen wir am Ende bei 5 Millionen Arbeitslosen. Ja. Und das ist mehr, als Gerhard Schröder hatte, als er irgendwann beschloss, die Agenda 2010 zu machen. Ja, aber jetzt will ich Herrn Welzer aus Ihrer letzten Sendung
zitieren. Ich bin nie ein Anhänger der Apokalypse gewesen. Ja. Also das ist eine Riesenherausforderung, ja, für die Wirtschaft, für die Beschäftigten, für den Staat auch. Ja. Aber wir haben Mittel und Instrumente, dass wir dieser Entwicklung nicht hilflos ausgeliefert sind. Das haben wir mit dem Konjunkturpaket ja gerade beschrieben. Und aber da sind bei 5 Millionen Arbeitslosen, Herr, ja, noch mal, sind Ihre Möglichkeiten endlich irgendwann. Ich sag Ihnen, wir haben die Chance in diesem Land, trotz aller Schwierigkeiten mitzuhelfen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt, dass sie aber auch modernisiert wird. Und dass die Geißel Massenarbeitslosigkeit, die wir vor 15 Jahren in Deutschland wirklich lange hatten, genau, nicht dauerhaft zurückkehrt. Das ist ein Unterschied zu den USA, wo es zum Beispiel keinen Sozialstaat wie in Deutschland gibt. Keine Sicherungssysteme. Das ist, glaube ich, eine moderne Form von Politik, nicht nur Konjunkturpolitik zu machen, sondern ich sage noch mal, unser Ziel muss sein, dass nach dieser Krise, so schwierig das ist, das Land digitaler, auch sozialer und ökologischer ist. Wir müssen das auch zur Modernisierung des Landes nutzen, für Investitionen in Bildung. Da ist übrigens eine ganze Menge im Konjunkturpaket, in Infrastrukturen, ja, in Forschung und Entwicklung. Das machen wir gerade mit einer Riesengeschwindigkeit. Sicherheiten haben wir nicht, weil wir sind natürlich auch von weltwirtschaftlichen, genau, Dingen zu. Aber dass wir sozusagen auf die Apokalypse, das Ende der Arbeitsgesellschaft steuern, wie Sie das eben beschrieben haben, das glaube ich nicht. Es geht nur mal darum, sozusagen sich mal klarzumachen, was das bedeutet. Sind Sie auch so optimistisch, Herr Felbermann? Nein, einen Satz will ich noch sagen. Ja. Ich will das sagen, weil Sie gesagt haben, Ehrlichkeit, das ist ja in so einer Krise wichtig. Ich kann als Arbeitsminister nicht versprechen, jeden Job zu sichern in Deutschland. Sehen Sie, ne? Sie das rudern jetzt schon. Nein, ich überhaupt nicht. Aber ich sage Ihnen, wir haben aber die Chance, in diesem Land um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Aber was glauben Sie denn, Herr? Darf ich fragen, ganz kurz? Eine gute Erfahrung. Ja, haben Sie recht. Aber von diesen 7,3 Millionen, die jetzt in Kurzarbeit sind, wie viele von denen sind nächstes Jahr um diese Zeit in Arbeitslosigkeit? Ich glaube, dass die Mehrheit wieder in Arbeit sein wird. Es kann niemand genau sagen. Die Mehrheit hoffentlich, das sind 3,6 Millionen. Ne? Also die absolute Mehrheit. Wir erleben ja jetzt auch, dass Leute aus der Kurzarbeit zum Teil wieder rauskommen, weil Lockerungen da sind und wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Ich sage noch mal, es wird Insolvenzen geben. Es gibt auch jetzt schon steigende Arbeitslosigkeit. Genau. Aber wir werden nicht wie in den USA, 41 Millionen sowieso nicht. So viel haben wir ja gar nicht in der Größe. Genau. Aber ich glaube, dass wir die Chance haben, dass wir in einem Jahr besser dastehen, wenn die Wirtschaft anspringt. Und man muss auch vorsichtig sein, wenn wir nicht zum Beispiel eine zweite Pandemiewelle haben. Auch deshalb muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Sie trauen sich jetzt keine Prognose oder Sie wollen keine Prognose? Nein, das wäre unseriös. Nicht mehr, Herr Felbermayr kann mit seinen Daten setzen. Wir haben oft miteinander über dieses Konjunkturpaket im Vorfeld diskutiert. Also bei ihm ist unseriös, bei Ihnen vielleicht nicht. Nein, aber ich sag mal ein Beispiel. Wir sind ja stark auch eine Exportnation. Und wir haben einen Zusammenbruch des Exports -30%. So. Deshalb ist es übrigens wichtig, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern in Europa tatsächlich die Wirtschaft und das Leben wieder in Gang bringen. Auch dazu sind Vorschläge aus Deutschland und Frankreich da, die mithelfen werden, dass das wieder in Schwung kommt. Ich will nur nicht, dass wir... Kostet noch mal extra Geld? Ja, ne? Aber es ist gut investiert. In die Krise reinzusparen, das ist die Erfahrung auch aus der Wirtschaftshistorie. Aber ich habe mir, weil Sie das gerade sagen, kommen mir zwei Zahlen in den Kopf. Die Exportabhängigkeit von Deutschland 47%, Frankreich 31%. Das heißt, wenn jemand dringend darauf angewiesen ist, in der Welt da draußen sein Zeug zu verkaufen, sind wir das. Absolut. Und auch das ist doch etwas, wenn das nicht funktioniert, Herr Felbermayr, was im Zweifel doch der direkte Weg in Arbeitslosigkeit ist. Oder sehe ich das völlig falsch? Ja, ich meine, natürlich, wir sind in der tiefsten Wirtschaftskrise, der Minister hat es ja gesagt. Ja. Und die Frage ist, ob es ein V wird, ne, das, um diese Buchstaben zu bemühen, oder dann auch eher so ein U-förmiges Gebilde. Und das liegt natürlich an vielen Dingen, die wir nicht beherrschen können. Das liegt daran, ob das Virus wiederkommt oder nicht. Das liegt daran, ob jetzt die Programme, die aufgegleist werden in Deutschland und auf der ganzen Welt, Frankreich hat heute ein Konjunkturprogramm aufgelegt, ob das auch greift. Nicht? Da kann man ja skeptisch sein, ob die Leute wirklich ihr Geld ausgeben, ob die Mehrwertsteuersenkung wirklich umgesetzt wird in zusätzliche Kaufimpulse. Das ist alles offen. Wir haben riesige Unsicherheit. Aber eines muss man schon klar sagen, wir sind nicht in der Situation von 2009. Damals gab es eine Kernschmelze in den Finanzmärkten. Da kamen die Leute nicht mehr ans Geld, die Unternehmen konnten keine Kredite aufnehmen, wir hatten eine Bankenkrise. Das haben wir alles nicht. Wir haben jetzt eine Situation, die vergleichbar ist mit einer Naturkatastrophe. Und die Hoffnung ist, dass wenn sich das Virus zurückbildet, die Dinge sich wieder normalisieren, wir dann sozusagen zurückfinden in die Welt, in der wir vorher waren, mit funktionierenden Geschäftsmodellen. Nicht in allen Branchen natürlich und nicht alles war gut vorher, das will ich gar nicht sagen, aber dass die Unternehmen, die vorher funktionieren konnten, die Arbeitsplätze, die sie vorher anbieten konnten, dass die nach der Überwindung der Gesundheitskrise wieder funktionieren. Aber dieses Exportthema zum Beispiel, weil wir sind wirklich extrem abhängig davon. Wir sind abhängig und profitieren aber auch. Wir haben viele Jahre davon
genau. profitiert, dass unser Gesundheitssystem zum Beispiel so gut aufgestellt ist, auch so gut finanziert ist. Auch nicht perfekt, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ja, deutlich besser. Wir haben viel mehr Intensivbetten ja. und so weiter, wissen wir alles. Aber nochmal, die Welt um uns herum verändert sich doch wirklich dramatisch. Da hat Herr Welzer ja recht. Ja. Sie unterschlagen etwas gerade, wenn Sie das aufzählen, 2008. Sie unterschlagen nämlich, dass 2008 waren es die Chinesen, die uns rausgeholfen haben, auch. In Wahrheit. Ja. Ja. Da hat China ein riesiges Konjunkturpaket aufgelegt und das hat uns als Exportnation extrem geholfen. Die Chinesen können das nicht mehr, denen steht selber das Wasser bis zum Hals und Amerika ist verstrickt in Handelskriege. Das heißt, riesige Absatzmärkte fallen plötzlich weg. Ja, was bedeutet das für einen Exportweltmeister, für ein Exportland? Was ist denn unser größter Absatzmarkt? 60% unserer Exporte gehen in die Länder der Europäischen Union, 40% in die Eurozone. Das heißt, es ist naheliegend zu sagen, wir müssen gucken, wie sich das in Europa entwickelt, wie wir da auch einen Stimulus geben, wie man eben nicht in die Krise da reinspart, sondern auch investiert und übrigens auch Ländern hilft, die nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben, Konjunkturpakete zu machen. Das wird in Europa, wie ich finde, gerade auf dem Vorschlag von Olaf Scholz und Bruno Le Maire ganz gut vorbereitet. Aber Sie haben an einem recht, es werden sich auch globale Wertschöpfungs- und Lieferketten verändern. Es geht ja auch darum, dass wir zum Beispiel erleben, dass bestimmte Abhängigkeiten, die wir aus China haben, bis hin zur Produktion von Arzneimitteln oder Ähnliches, oder digitale Kompetenzen, die wir in Europa gezielt aufbauen müssen. Dann wird alles teurer. Ja. Paracetamol kostet dann nicht mehr ein paar Cent, ist dann vorbei. Ja, also aber es ist keine Absage an Welthandel, sage ich jetzt auch. Die Alternative, ich überspitze jetzt mal, ist ja nicht, dass wir alle Nordkorea machen und uns wirtschaftlich abschotten. Sondern es geht darum, dass wir tatsächlich jetzt die Wirtschaft in Gang bringen und dass wir grundlegende Konsequenzen aus dieser Krise ziehen. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ein Sozialstaat funktioniert und wo wir Dinge nicht gut finanziert haben. Wir haben Gesundheitsämter, ich bin froh, andere haben die nicht. Aber die sind unterfinanziert. Wir haben in Deutschland beispielsweise Arbeitsschutz, das ist immer als Bürokratie behandelt worden. Jetzt zeigt sich, es ist gut, dass wir Arbeitsschutz in Corona-Zeiten haben. Aber da beneiden uns andere drum. Abhängig von dieser, können wir das mal an dieser Schlüsselindustrie, an Deutschland Autoland. Wenn die Leute, Herr Welzer, nicht mehr bereit sind, im Kopf meine ich jetzt auch, Autos zu kaufen, was heißt das dann für so eine Gesellschaft? Naja, das heißt natürlich Ansteigen von Arbeitslosigkeit mit allen daran gekoppelten Folgen für das Steueraufkommen, für die Sozialsysteme und so weiter. Das ist, wäre ein ganz dramatisches Szenario. Aber ich würde zwei Dinge vielleicht dazu sagen. Die Zukunftsaussichten der Automobilindustrie sind nicht in Frage gestellt durch die Corona-Krise, sondern das hat man sehen können seit langer Zeit. Ja? Und da gibt es natürlich Versäumnisse in den Managements und so weiter. Das ist das eine. Und der andere Punkt, glaube ich, und das betrifft jetzt sozusagen wirklich diese Post-Corona-Zeit. Man muss ja mal einfach sehen, wie die Veränderungen in den Arbeitsprozessen sind. Nicht in den produzierenden Berufen, sondern in allen anderen, ob man Architekturbüros nimmt, Ingenieurstätigkeiten und sonst was. Wir haben jetzt durch diese 10 Wochen Krise einen Schub für die Digitalisierung, der entspricht 10 Jahren oder sowas. Überall, wo man reinhört, sagen die Leute, nee, da gehen wir nie wieder hin zurück, ja, in sozusagen das normale Arbeiten. Was bedeutet das eigentlich für die Büroimmobilien? Was bedeutet das für die Lufthansa, weil die ganzen Dienstreisen nicht mehr stattfinden? Herr Heil was will sogar das für ein Recht auf Homeoffice gesetzlich machen. Und das ist ja eine richtige Konsequenz. Aber wir haben sozusagen überall, wo wir hingucken, unglaubliche Faktoren für Umbruch, sodass die traditionellen Rezepte gar nicht mehr verfangen werden. Das ist der springende Punkt. Und wo hat man jetzt gewissermaßen auch sowas wie vielleicht Leadership oder sozusagen, wir haben hier wirklich einen Umbruch, wir müssen umdenken. Aber was heißt das, wenn Sie das mal deklinieren, Herr Welzer, was heißt das denn? Wenn Sie sagen, Homeoffice, wir brauchen die Bürotürme, Gebäude nicht mehr, wir treffen uns über Videoschalten, wir brauchen dann plötzlich keine Hotels, keine Dienstreisen. Taxigewerbe, Sie nicken, es macht mir Angst, wenn Sie nicken die ganze Zeit. Keine Messe. Ich will auch widersprechen. Wir sind Messeweltmeister und so weiter und so weiter. Was heißt das? Also im Blick Realität hilft ja manchmal auch ein bisschen was einzuschätzen. Ja. Selbst in den schlimmsten Lockdown-Phasen der letzten Wochen und Monate haben die meisten Beschäftigten übrigens an ihrem Arbeitsplatz gearbeitet. Als Verkäuferinnen und Verkäufer beispielsweise, als Busfahrer im Pflegebereich. Ungefähr 15% haben im Homeoffice. Aber nicht in den Büros, Herr. Nein, ich sage, viele haben im Homeoffice gearbeitet. Ja. Übrigens
erleben das viele nicht als romantisch, wenn Homeschooling zum Beispiel nicht funktioniert nebenbei, das will ich auch mal sagen. Einige finden das als eine neue Erfahrung, die sie vielleicht später auch mal zeitweise machen wollen. Mhm. Aber diese holzschnittartige Geschichte, ich glaube, dass es möglich ist, Konjunkturpolitik, moderne Konjunkturpolitik, mit einer Erneuerung unserer Wirtschaftsstruktur zu verbinden. Und in diesem Konjunkturpaket sind zwei Teile drin. Eins zielt auf die Stimulierung von Wirtschaft im Jahre 2021, also in den nächsten beiden Jahren. Das ist zeitlich befristet, das sind ziemliche Anstöße. Aber es ist ein Zukunftspakt von 50 Milliarden Euro dabei für langfristige Investitionen in Bildung, in Forschung, in kommunale Infrastruktur, in öffentlichen Personennahverkehr beispielsweise. Und das hilft, dass wir tatsächlich unsere Wirtschaftsstrukturen, weil das ist ein Brandbeschleuniger auch für Strukturwandel von Arbeit und Wirtschaft, jetzt tatsächlich auch angehen. Also ich glaube, wir haben Grund zu realistischer Zuversicht. Wie haben Sie das denn diskutiert? Auch Herr Felbermayr war, glaube ich, auch beteiligt. Wie diskutiert man so etwas, wenn man sagt, Autoindustrie, wir gehen wirklich diesen Weg, das hat ja viele überrascht, zu sagen, wir unterstützen E-Autos und Verbrenner sind im Grunde, ist ja eine klare Botschaft, die davon ausgeht, sind im Grunde außen vor. Wie diskutiert man sowas, wenn man, wie Sie aus dem Autoland, kontrovers, glaube ich. Na klar. Also es ist kein Geheimnis, dass es in der Koalition im Vorfeld, auch mit den Gewerkschaften der Automobilindustrie, eine unglaublich intensive Debatte gab. Es gab kaum Ökonomen, die eine Abwrackprämie der alten Natur im Vorfeld... Genau, Herr Felbermayr sagt auch, richtig so zu machen, wie wir es gemacht haben. Ja, also die Frage ist, ob wir überhaupt eine einzelne Industrie füttern sollen. Nicht? Also Abwrackprämie, die für Benziner oder Dieselmotoren bezahlt worden wäre, wäre noch widersinniger gewesen. Man könnte auch fragen, auch im Sinne sozusagen des Wandels, der stattfindet, wäre es nicht besser, ein Konjunkturprogramm aufzulegen, auch ein Zukunftsprogramm, das möglichst technologieneutral ist? Weil wir ja nicht wissen können, Herr Welzer spricht von großen Änderungen, ja klar, ja, wir sind immer im Umbruch, vielleicht sogar besonders stark jetzt, aber wohin die Reise geht, nicht, kann uns ja auch nicht sagen. Was kommt denn? Nicht? Und vielleicht ist jetzt... das Setzen auf Wasserstoff, das zum Beispiel in dem Paket drin ist, das gefällt mir, da habe ich irgendwie ein gutes Bauchgefühl damit, aber weiß ich das, wissen wir das? Wäre es nicht besser, sozusagen sehr viel technologieneutraler umzugehen, Forschung vor allem zu fördern, Grundlagenforschung, und dann setzt sich durch, was die Menschen wollen, was technisch möglich ist und nicht das, was wir jetzt glauben, zufällig vielleicht. Ich komme von der anderen Seite. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, die mich enorm beeindruckt hat. Allein im Großraum Stuttgart sind 200.000 Menschen direkt von der Autoindustrie abhängig. Ja. Wenn wir denen jetzt sagen, es gibt im Grunde, Verbrenner sind erledigt, haben die ein Thema, und zwar ein ernsthaftes Thema. Ja, die deutsche Autoindustrie ist doch heute schon nicht in der Lage, ein Elektroauto zu liefern. Ja. Wir haben keine Ladestruktur, keine wirklich funktionierende. Wir bauen zwar wahnsinnig viele Ladesäulen, aber die falschen, nämlich keine Schnellladesäulen. Wir kriegen den Ökostrom, kriegen wir gar nicht dahin, wo wir ihn eigentlich brauchen. Wir reden doch hier über Infrastruktur, die wir über Jahre und viele Jahre aufbauen müssen. Das hilft denen, die morgen rausfliegen, nicht. Nein, deshalb, man muss ja mal ein bisschen differenzierter gucken. Es hängt unglaublich viel daran an dieser Industrie. Und wir reden jetzt nicht nur über die Leute, die bei BMW oder VW arbeiten, sondern in der Zulieferindustrie bis hin zu ganz kleinen Hütten Bosch, an dieser Stelle. Das sind ganze Ketten, der Handel. Mhm. Viel Handwerk hängt übrigens auch daran. Kfz-Handwerk, Handel. Genau. So, das heißt, wir dürfen nicht die Strukturen so lassen, wie sie sind. Aber wir brauchen einen realistischen Pfad. Der wird jetzt schneller gehen durch diese Entwicklung. Und das heißt, es werden auch in den nächsten Jahren Menschen auf Verbrenner fahren. Im ländlichen Raum fehlt zum Beispiel die Ladeinfrastruktur, die wir aufbauen müssen, wenn wir zu neuen Antrieben kommen wollen. Aber ich finde, dass das, was da gelöst wurde, eine Riesenchance ist, wie gesagt, jetzt nicht nur einfach zuzugucken, wie uns Strukturen wegbrechen, sondern sie zu erneuern und zu modernisieren. Denn das sehe ich ein bisschen anders. Ich möchte nicht, dass wir in 10 Jahren sozusagen Mobilität von anderen Ländern importieren müssen, sondern wir brauchen die Fähigkeiten in diesem Bereich. Im modernen Sinne, wir müssen das mit Digitalisierung stärker hinkriegen. Aber Sie sagen, das hat Nettoverluste, auch es wird... Wir können auch da nicht für jeden Arbeitsplatz garantieren. Wenn Sie das so sagen, dieser Satz, wir können nicht für jeden Arbeitsplatz garantieren. Das kann man nicht. Aber Sie wissen, dass Peter Altmaier sowas Ähnliches gesagt hat. Ich muss fair sein. Peter Altmaier hat gesagt, es soll kein gesundes Unternehmen in der Krise kaputt gehen. Ich habe von vornherein gesagt... Er hat gesagt, wir wollen versuchen, jeden Arbeitsplatz in Deutschland zu retten. Ja, das ist das korrekte Zitat. Ich werde jetzt nicht einen Kabinettskollegen hier, mit dem ich gut zusammenarbeite, da Nein, darum geht es gar nicht. Ich sage meine Meinung. Darum, ob man sozusagen irgendwann... Nein. Ob es den Moment gibt, wo man sagt, auch in dieser Krise, da müssen wir jetzt uns ehrlicher machen. Wir müssen den Leuten sagen, dass sie ärmer sein werden hinterher. Wir müssen den Leuten sagen, dass es Arbeitsplatzverluste geben wird. Wir müssen den Leuten sagen, was da jetzt wirklich passiert. Ja, aber nochmal, dieses mit dem Ehrlichen, ich finde, dass die Bundesregierung ziemlich offen und ehrlich über die Tiefe dieser Krise redet. Minus, wie viel sind es jetzt? Nach unserer Prognose? 7,2. Das ist der tiefste Einschnitt.
und es gibt Insolvenzen. Aber ich habe vorhin gesagt, wir sind im Moment in der Situation, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern, das ist ja eine weltweite Entwicklung, uns recht wacker schlagen und die Chance haben, aus diesem Schlamassel mit Wumms, wie Olaf Scholz das genannt hat, auch wieder rauszukommen. Und das, finde ich, ist aktive Politik. Man kann nicht einfach tatenlos zugucken. Darf ich trotzdem noch mal die Frage, um die Kanzlerin zu zitieren, der schwäbischen Hausfrau stellen. Wer bezahlt das alles am Ende? Ja, es gibt immer Alternativen. Es ist verdammt teuer. Diese Pakete sind atemberaubend. Aber es schlafen Sie da eigentlich noch gut nachts? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich schlafe kürzer, weil es viel zu tun gibt und meine Kinder auch versorgt werden müssen. Ja. Aber ich schlafe noch, weil ich eins weiß. Wenn wir das nicht tun, wird es teurer. Wenn wir jetzt nicht investieren, Arbeitsplätze millionenfach wegbrechen und wir dann die sozialen Kosten haben, wird es teurer für diese Gesellschaft. Aber muss ja trotzdem irgendwie bezahlt werden. Absolut. Steuern rauf? Die gute Nachricht ist, dass wir vor der Krise ganz ordentlich gewirtschaftet haben. Wir haben zum Beispiel 26 Milliarden Euro Rücklagen bei der Bundesagentur für Arbeit in Kurzarbeit. Die reichen Ihnen aber jetzt nicht. Nein, das ist richtig. Auch Sie brauchen über 30. Ja, und das heißt auch Liquiditätshilfen aus dem Bundeshaushalt. Aber in so einer konjunkturellen Phase die Abgaben und die Steuern zu erhöhen, ist ja wohl ökonomisch gerade in der Konjunktur nicht der richtige Weg. Auch keine Vermögensabgabe? Also keine. Wir werden langfristig, ich sag mal, wenn die Krise überwunden ist, über eine faire Lastenverteilung zu reden haben in dieser Gesellschaft. Da bin ich ganz Wird das zufällig nach der Bundestagswahl sein oder vorher? Nein, das hat mit dem Verlauf der Krise zu tun und das kann ich Ihnen nicht genau prognostizieren an dieser Stelle. Darüber wird es bei der Bundestagswahl sicher auch gehen. Aber wir haben uns in der Koalition zum Beispiel entschieden, dass wir in diesen beiden Jahren, weil es ökonomisch und sozial nicht in die Landschaft passt, weder soziale Kürzungen vornehmen, noch die Abgaben erhöhen. Das finde ich ökonomisch und sozial übrigens richtig. Also wann kommt die Steuererhöhung? Wir werden uns natürlich über die Frage der Aufteilung von Lasten in der Gesellschaft zu unterhalten haben. Und da gebe ich zu, haben die Koalitionspartner sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie Sie wissen. Ich fand es richtig, dass wir... Haben Sie die gleiche Vorstellung wie Saskia Esken, Ihre Parteivorsitzende? Also dem Grunde nach ja. Und wir werden das auch konkretisieren, wenn wir ein Wahlprogramm schreiben. Und darüber wird eine demokratische Wahl stattfinden. Das finde ich auch ganz gut zwischen den Parteien, dass man über den Weg langfristig auch streitet, über die Verteilung von Chancen und Lasten dieser Gesellschaft. Aber wo holen Sie es denn her? Von wem nehmen Sie es? Also erst einmal noch mal. Ist es ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei, dass wir jetzt viel Geld in die Hand nehmen. Nein, wir waren ja um Gottes in der Situation, dass wir die Neuverschuldung eher runtergebracht haben. Aber es ist ja mein haben. Job nachzufragen, woher das Geld kommt. Ja klar, und wir werden, wenn wir die Wirtschaft in Gang bringen, haben wir erstmal einen Effekt, der heißt, dass durch ein Anziehen der Konjunktur wir wieder Einnahmen bei Steuern und Sozialabgaben haben. Und dann müssen wir gucken, wie wir über einen längeren Zeitraum von diesem hohen Schuldenstand auch wieder runterkommen. Wir waren ja bei Olaf Scholz richtig runter und wir haben jetzt unsere Spielräume genutzt. Genau. An wir müssen Stelle. 10 Milliarden im Jahr müssen wir tilgen. Ja. Und das müssen zukünftige Generationen vor allen Dingen machen. Deswegen nochmal die Frage, woher kommt das Geld? Ja, wie gesagt, es wird zum Teil durch die Frage, wie Wirtschaft anspringt, auch einen Effekt geben, dass wieder Einnahmen kommen. Und zum anderen ist es notwendig, dass wir dann über eine Frage auch von der fairen Steuer- und Abgabenpolitik reden, wie wir das in der Gesellschaft verteilen. Deutsche Unternehmen haben heute schon die höchste Steuerlast der Welt. Ja, das muss man in der Relation sehen. Ich finde auch, das ist richtig, dass wir zum Beispiel jetzt steuerlich ein paar Impulse gegeben haben bei Verlustvorträgen, damit wir die Liquidität nicht dicht machen in den Unternehmen. Das ist richtig. Aber wie ist es fair? Wer bezahlt? Also ich finde es zum Beispiel richtig, dass wir in dieser Situation gesagt haben, wir wollen untere und mittlere Einkommen entlasten. Deren Geld übrigens eher in die Kaufkraft geht und nicht auf die hohe Kante. Mhm. Deshalb ist die zeitlich befristete Mehrwertsteuererhöhung genauso richtig wie die Abschaffung aus meiner Sicht des Solidaritätszuschlages für 90% der unteren und mittleren Einkommen. Mhm. Aber wir haben auch gesagt, es gibt einen Teil von 10%, die sollen immer weiterzahlen, die können das auch an dieser Stelle, um unseren Staat auch handlungsfähig zu halten. Und diese 10% zahlen dann auch die 10 Milliarden, die für die Corona... Nein, nicht alleine, aber wie gesagt, Sie können ja erstmal über die Frage der Lastenverteilung erst reden, wenn Sie wissen, wie groß die Last am Ende war. Und wir arbeiten jetzt daran, dass sie nicht so riesig wird, damit die Wirtschaft in Gang kommt. Denn das beste Mittel übrigens gegen Staatsverschuldung, wissen Sie, was das ist? Viele Menschen in Arbeit zu haben und anständige Einkommen herbeizuführen. Das Deswegen machen mir ja die 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit solche Sorgen. Ja, mir auch, ist eine atemberaubende Zahl, aber besser, Kurzarbeit ist verdammt teurer. Arbeitslosigkeit wäre noch viel, viel teurer. Das ist meine feste Überzeugung. Herr Felbermayr, was sagt der Ökonom? Wo holen wir das Geld her? Ja, ich glaube, wir müssen nicht nur über Einnahmen des Staates sprechen, sondern auch über seine Ausgaben. Wir machen jedes Jahr in Kiel den Kieler Subventionsbericht. Wir haben ungefähr 250 Milliarden Euro an Subventionen ausgeteilt in diesem Land. Von den Landwirten bis Zuschüsse in die Krankenkassen und noch immer die Steinkohle und so weiter und so fort. Finden Sie Zuschüsse in die Krankenkasse eine Subvention? Ja. Ich nicht.
Ja, gut, da kann man drüber streiten. Lassen Sie es nicht 250 sein, sondern 180. Na, wir haben eine Ampel, gelb, grün, rot. Manches kann man verteidigen, manches kann man weniger gut verteidigen. Aber Punkt ist, wir können auch über die Ausgaben des Staates reden. Da gibt es sicherlich an vielen Punkten Einsparungspotenzial. Und dann haben wir ja ein Steuersystem in Deutschland, das progressiv ist. Das ist so angelegt, dass Menschen, die mehr Einkommen haben, höhere Anteile ihres Einkommens abgeben, um den Staat zu finanzieren. Das ist ein gutes Prinzip. Das hat sich bewährt in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und das wird auch tauglich sein, um die Folgekosten der Corona-Krise. Das heißt, Spitzensteuersatz wo? Der wird nicht sinken können. Ich denke, wir werden... der wird nicht sinken können, ist keine Nachricht, die... Doch, die FDP verspricht die Leute jedes beruhigt. Mal, das kommt dann aus guten Gründen auch. Ja, also ich meine, wir werden sicherlich auch, nicht jetzt, hat der Minister Heil absolut recht, nicht jetzt, aber zu gegebener Zeit darüber reden müssen, wie die Einnahmenseite des Staates ausgestaltet werden muss. Sie drücken sich um die Antwort. Sie sagen, er wird nicht sinken können. Wird er denn steigen können, der Spitzensteuersatz? Wir müssen auch über andere Steuersorten reden. Wir werden zum Beispiel über die CO2-Bepreisung Einnahmen haben, die der Staat heute noch nicht hat. Wir müssen fragen, wie können wir zum Beispiel Grund und Boden besser besteuern, stärker besteuern vielleicht auch. Das sind Faktoren, die nicht beweglich sind. Ja? Und das macht sie zu guten Objekten der Besteuerung. Fair, aber wenn wir sozusagen Arbeitnehmer besteuern, wir brauchen in Zukunft ja einen attraktiven Arbeitsmarkt. Wir wollen attraktiv sein für Menschen aus dem Ausland. Wenn die hier bei uns mit 48,50 oder so Prozent besteuert werden, werden die das nicht gut finden. Ich finde, dass man fairerweise zwei Sachen sagen muss. Erstens, ich bin bei Ihnen, dass unser Staat auch in seinem Handeln effizienter und effektiver sein kann. Ja. Auch die Digitalisierung des Staates beispielsweise könnte Kräfte freisetzen, die wir gar nicht ahnen. Da müssen wir ganz schön viel tun, damit die Menschen tatsächlich nicht mit tonnenweisen bürokratischen Formularen zu tun haben. Im Sozialstaat, auch zum Beispiel im Wirtschaftsgeschehen. Das ist, glaube ich, auch eine Wachstumsgeschichte. Das Zweite ist, man muss fairerweise sagen, wenn wir über die Lastenverteilung reden, dann dürfen wir nicht nur über die Einkommenssteuer reden, sondern wir müssen über die Kombination von Sozialversicherungsabgaben und Einkommenssteuer reden. Und siehe da, es ist tatsächlich so, dass eher die mittleren Einkommen und die unteren zur Staats- und Sozialstaatsfinanzierung überproportional mehr beitragen als Spitzenverdiener an dieser Stelle oder Menschen mit sehr großem Vermögen. Darüber wird im Lastenausgleich auch zu reden sein. Und das hat diese Gesellschaft übrigens historisch auch schon mal hinbekommen, dass wir Lasten fairer verteilen, ohne dass die Marktwirtschaft untergegangen ist. Einmal weg sozusagen von der Wirtschaft. Lass uns noch mal ein ganz anderes Thema aufmachen. Wobei ich in der Überleitung furchtbar gerne, Herr Felber, mal von Ihnen noch mal wissen würde, Ground Zero, Ischgl. Corona. Kann man das in zwei Sätzen kurz sagen? Wie viel war der Faktor Ischgl, wenn es um die Frage geht, wo und wie verbreitet sich dieses Virus? Ja, wir haben ja mit den Daten des Robert-Koch-Instituts ein Modell gebaut, ein statistisches. Und da können wir die Frage stellen, die hypothetische Frage, was wäre, wenn alle deutschen Kreise so weit weg wären von Ischgl wie Vorpommern-Rügen? Was wäre dann mit dem Infektionsgeschehen in Deutschland gewesen? Was wir finden, ist, dass es 48% weniger Infektionen gegeben hätte. Das ist natürlich eine Zahl mit einer Fehlerquote. Vielleicht war es nur 35, vielleicht war es 62. Aber in der Größenordnung ist das. Deswegen sagen wir Ground Zero. Ischgl war super wichtig. Und als Österreicher sage ich, das ist kein österreichisches Virus. Nicht? Das Virus kam vermutlich aus Deutschland, ja. Ja, genau, und hat dort weitere Deutsche getroffen. Aber die Österreicher waren ein paar Tage und das hat einen großen Unterschied gemacht. Diese paar Tage haben sozusagen zwischen 35% und 45% mehr Infektionen ausgelöst. Ja. In einem Skiort in Tirol. Beim April-Ski. Ja, genau. Das ist halt Partytourismus gewesen. Nicht? Auf der Piste steckt man sich nicht an. Partytourismus wird wahrscheinlich auch nachhaltig nach dieser Krise anders angesehen werden. Allerdings. Ja. Herr Welzer, das hervorstechende Merkmal dieser Corona-Krise ist das enorme Bedürfnis, in den Zustand vorher zurückzugehen. Und zwar auf allen Ebenen. Und Sie glauben, das wird nicht funktionieren? Naja, wir haben ja schon unterschiedlichste Aspekte besprochen. Und ja, ich denke einfach, also erstmal ist ja ein schlichter Sachverhalt, dass wir viele der Konsequenzen heute noch gar nicht wirklich ermessen können. Insofern ist der Wunsch verständlich, man möge möglichst schnell in den Status vorher zurückkommen. Und insofern sind auch die Maßnahmen verständlich, die dann dort versucht werden.
Aber ich glaube, dass der Strukturwandel, und auch da haben wir ja verschiedene Aspekte angesprochen, die schon vor Corona deutlich waren. Und Gesellschaften haben natürlich eine ganz, ganz starke Tendenz, am Status quo festzuhalten. Wir wollen ist übrigens bei Unternehmen nicht anders. Ja? Also Organisationspsychologie ist ja nun lange bekannt, dass gerade Erfolg ein Problem sein kann, nämlich ein Veränderungsverhinderer. Ja? Das machen wir so weiter, damit waren wir erfolgreich. Und ähnlich ist das mit unserem gesellschaftlichen Modell. Mhm. Weil ich glaube, wir können sofort einen Konsens herstellen, dass wir alle das Privileg haben, im erfolgreichsten gesellschaftlichen Modell der Geschichte zu existieren. In einer liberalen Demokratie mit rechtsstaatlicher Ordnung und am besten noch mit sozialer Marktwirtschaft. Mit großem Wohlstand. Ist ein totales Ding. Ja? Aber diese Form von Gesellschaft geht immer weiter, gerät immer weiter aus verschiedenen Faktoren unter Druck. Und wir haben eigentlich kein Zukunftsbild. Wie sieht denn diese Form von moderner Gesellschaft aus unter Berücksichtigung der veränderten ökologischen Lagen, der veränderten Lagen auf dem Arbeitsmarkt, der veränderten Technologie und so weiter? Da fehlt uns das Bild. Und die Krise hat das so deutlich gemacht, ja, dass ich fand die ja von der Erkenntnis her irre, weil die war ja wie ein stillgestelltes Bild, es war ja eingefroren. Alles das, was sonst im Prozess läuft und dann gucken wir so im Augenwinkel, sehen wir irgendwas, was passiert. Plötzlich wird wie bei Dornröschen das Bild stillgestellt. Ja. Alles so. Und dann können wir sehen, die Themen, die wir auch schon angesprochen hatten, Wertigkeit von Berufen, Lieferketten und sowas, Fleischindustrie. Plötzlich haben wir diese Themen und sehen die. Und das macht es aber nur deutlich, dass wir mit den traditionellen Erwartungen und Rezepten, die wir haben, wahrscheinlich nicht gut weiterkommen. Und dieser Modernisierungsbedarf, der so da ist, da ist es dann natürlich einfach zu sagen, das muss alles anders werden. Aber wir haben sozusagen gucken vielleicht auch auf die falschen Faktoren, wenn wir auf Marktkräfte setzen und so weiter. Vielleicht ist es wirklich interessanter, dahin zu gucken, wo in der Gesellschaft schon experimentiert wird, gemacht wird, andere Geschäftsmodelle entwickelt werden. Genossen, haben Sie im Kopf? Nehmen Sie doch ganz einfach, dass es Genossenschaften eine Renaissance haben seit vielen Jahren im Bereich landwirtschaftlicher Produktion. Gerade dort gibt es viele interessante Modelle, Regionalwert AG und so, wo Leute sich zusammenschließen, um bäuerliche Produktionen zu machen auf eine andere Art und Weise, als dass die Höfe einfach nur weitergegeben werden, keine Nachfolger mehr haben. Whatsoever, es gibt ganz viel, was gemacht wird. Neulich was Interessantes gelesen, Norwegen. Wo es sozusagen systematisch Initiativen gibt, um zu sagen, pass auf, die kleinen Läden können sich diese teuren Innenstadtmieten nicht mehr leisten. Und deswegen gehen norwegische Investoren hin, die dort Häuser bauen, renovieren, was auch immer, und sagen, die untere Etage, Erdgeschoss, die halten wir frei, die geben wir Leuten kostenfrei ab. Ja. Weil wir davon überzeugt sind, dass es gut ist, wenn Innenstadt belebt ist, wenn Innenstadt sozusagen mit kleinen Läden belebt ist und nicht nur große Ketten. Aber da mache ich mir gerade sehr große Sorgen, ehrlich gesagt, weil wir erleben ja im Moment, dass das, was wir im Niedergang in Innenstädten erlebt haben mit kleinen Geschäften, auch durch Onlinehandel, ja durch die jetzige Situation beschleunigt wird. Ja, da werden wir uns auch darum kümmern müssen. Ich will mal es ein bisschen praktischer sagen. Ich habe es mit Verlaub bei allen großen Visionen, die ich richtig finde, man darf den Wald vor lauter Bäumen nicht verlieren. Aber ganz handfestere Themen. Wie kriegen wir es hin, dass wir in diesem Jahr keinen Corona-Jahrgang in der beruflichen Ausbildung haben? Das ist so eine Frage. Da machen wir gerade mit einer Ausbildungsprämie etwas, um Anreiz zu geben, dass Ausbildungsquoten da sind. Weil es geht jetzt nicht, dass junge Leute keinen Start ins Berufsleben bekommen und wir hinterher wieder über Fachkräftemangel klagen. Also ich finde es richtig. Man muss Pragmatismus mit Vision verbinden, sage ich jetzt mal. Mhm. Und nicht einfach nur von einer anderen Welt träumen und den Weg dahin nicht kennen. Aber man muss auch ab und zu mal ein bisschen träumen. Würde, um gleich im Übergang zu Jana auch noch mal konkreter darüber zu sprechen, Herr Welzer, warum kocht dieses Rassismusproblem in Amerika und auch weltweit? Warum kocht diese Debatte jetzt gerade wieder so hoch? Weil es ein Gerechtigkeitsthema ist, weil es hier so mit Händen zu greifen ist. Was es bedeutet, wenn Menschen in ein und derselben Gesellschaft schlechter behandelt werden, und zwar radikal schlechter behandelt werden als andere Menschen. Mhm. Das ist etwas, was sich so oft, also es ist ja unmittelbar nachvollziehbar. Und selbst jetzt in einer Gesellschaft,
die jetzt hinsichtlich dieser Form von gewalttätigem Rassismus nicht so ist wie die USA, ist trotzdem eben gerade bei den jungen Leuten das so präsent, dass es hier eine ganz konkrete Form von gelebter Ungerechtigkeit gibt, was übrigens auch was damit zu tun hat, dass die Schulklassen und die sozialen Umfelder ja viel diverser geworden sind. Ja, die reden ja auch drüber, wie es den Freundinnen und Freunden geht, die jetzt dann zufällig eine andere Hautfarbe haben oder sonst was. Und dann ist es ganz präsent. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass jetzt so viele junge Leute demonstrieren, weil deren Realerfahrung, die Welt, in der die leben, ist eine andere als zu der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin oder sowas. Ja, da gab es keine diversen Klassen. Das war alles sozusagen eine völlig homogene Angelegenheit. Ja, und das ist eine andere Erfahrung. Und dieses Thema der Gerechtigkeit hat eine ganz direkte Sprengkraft und ein ganz direktes Gefühl. Würdest du, Jana, unterschreiben? Ja, ich glaube, was wir halt sehen hier jetzt gerade ist, wenn wir erstmal auf die USA zum Beispiel schauen, das sind ja keine Einzelfälle, wir wissen das und die Statistiken bestätigen das. Ja? Also ich meine, Fälle wie George Floyd, jetzt wurde es gefilmt und es ist ein Video, was man ja kaum ertragen kann, eigentlich anzuschauen, furchtbar. Und gleichzeitig, das finde ich auch ganz interessant, gab es das Video aus dem Central Park in New York, ich weiß nicht, ob Sie es erinnern, ja, wo eine weiße Frau gezeigt hier, genau, eine Auseinandersetzung mit einem schwarzen Mann hatte und wo man nämlich auch gemerkt hat, also es wurde gefilmt, einmal die Tötung von George Floyd, also sozusagen das, was die Erfahrung ist von schwarzen Menschen in den USA über Jahrhunderte, muss man ja sagen. Wir sehen ja eine Kontinuität in der Dehumanisierung und Kriminalisierung von schwarzen Menschen in den USA. Und gleichzeitig, und weiße Menschen sehen es dann sozusagen auch noch mal festgehalten auf Video, und gleichzeitig sehen wir, wie viele weiße Menschen sich auch durchaus ihrer Macht und Privilegien bewusst sind. Weil die Frau im Central Park, die ja dann sagt, sie ruft die Polizei und sagt, ein schwarzer Mann bedroht mich, nur weil er gesagt hat, ob sie einen Hund anleihen kann, was man im Central Park macht. Und nur ganz kurz zur Erklärung, klar, er filmt sie einfach. Er filmt sie, genau. Er bedroht sie auch nicht. Gar nicht. Aber sie steigert sich von Mal zu Mal immer weiter rein und am Ende ist sie hysterisch und sagt, während kommen sie mit bitte, ihrem Hund spielt, muss man ja sagen. Komm bitte, ich werde hier von einem schwarzen Mann bedroht. Und sie weiß ja auch, was sie sagt, genau, wenn sie, und was sie auslöst, wenn sie das sagt. Genau, ne? Und dafür steht es halt. Also die weißen Menschen oder in dem Fall die Frau ist sich genau bewusst, welche Macht das hat. Genau. Wenn ich sage, ich werde von einem schwarzen Mann bedroht, dann die Bilder der Geschichte spulen sich ab. Lynchings, wie viele schwarze Männer wurden gelyncht, ja, weil sie angeblich, auch Kinder, weil sie angeblich eine weiße Frau angeguckt haben. Ja? Das war die ultimative Bedrohung. Also sozusagen damit wird gespielt. Und ich glaube, dass das auch noch mal so ein Moment war, der auch viele weiße Menschen aufgeschreckt hat, sozusagen, weil es auch so deutlich war, wie die Gesellschaft funktioniert und wie ungleich es ist. Und wenn wir uns die Statistiken angucken, und deswegen ist es mir immer ganz wichtig zu sagen, dass es ein strukturelles, ein systemisches Problem ist. Wenn wir wissen, ungefähr 1000 Menschen im Jahr werden getötet in den USA durch die Polizei und überproportional viele Schwarze, es werden dreimal mehr Schwarze getötet als Weiße. Gleichzeitig werden die Polizisten kaum, ganz selten, in 99% der Fälle, sagen manche Statistiken dafür, auch nur vor Gericht gestellt und in noch weniger Fällen werden sie verurteilt und dann auch noch viel seltener zu hohen Haftstrafen. Das heißt, das sendet eine Botschaft an die Gesellschaft, es ist okay, schwarze Menschen so zu behandeln und sogar zu töten. Und dann haben wir das Justizsystem, wo schwarze Menschen überrepräsentiert sind. Ja? Wo die machen 13% der Bevölkerung und sind aber 30% der Gefängnisinsassen. Also wir sehen sozusagen die Strukturen, wie die sich da fortsetzen. Warum gibt es so eine große weltweite Solidarität? Ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass wir natürlich auch in anderen Ländern strukturellen Rassismus sehen. Natürlich sind die Situationen in den Ländern unterschiedlich. Also, natürlich ist es nicht Amerika überall. Ist mit Deutschland, was es ist eine das andere angeht. Form. Es gibt hier auch Probleme mit Racial Profiling. Ja, das ist ja was, was oft diskutiert wird auch und was ich glaube aber ganz wichtig ist, vor allem auch mal besser zu untersuchen. Also es gibt eigentlich die Zahlen, wenn man die anguckt, divergieren die stark. Also das BKA spricht, glaube ich, von die Bundespolizei spricht, glaube ich, von 58 Fällen von 2018 bis 2019. Dann gibt es Vereine und NGOs, die versucht haben, das nachzuvollziehen. Die sagen, sie schätzen, es sind hunderte Fälle pro Jahr. Wir haben aber eigentlich keine gesicherte Statistik. Weil natürlich bei Racial Profiling, also wo anlasslose Kontrollen aufgrund von Merkmalen wie zum Beispiel der Hautfarbe, natürlich auch die Hürde hoch ist, sich danach dann auch bei der Polizei zu beschweren. Deswegen ist ja auch die Frage, ob sozusagen eigentlich Sinn machen würde, eine unabhängige Beschwerdestelle. Wir haben das jetzt im Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. Weil natürlich die Hemmschwelle geringer ist, wenn man danach nicht zu der Stelle
Stelle muss, wo man sozusagen gerade Diskriminierungserfahrung hatte. Mhm. Und ich glaube, und in Frankreich, 20.000 Menschen, Zehntausende Menschen gehen da auf die Straße, weil es da eben auch den Fall gab von Adama Touré, der da 2006 im Polizeigewahrsam getötet wurde, auch erstickt wurde, wie ein unabhängiges Gutachten festgestellt hat. Und in der Pandemie, was wir vorhin auch gesagt haben, ist es halt wie ein Katalysator. Leute, in Frankreich ist das so, hier ist es ja auch oft so, dass viele Menschen aus Einwandererfamilien in prekäreren Jobs sind. Die sind oft die Ersten, die auch die Jobs verlieren. In den USA sehen wir das ganz stark. Ja, das hängt ja oft auch zusammen mit der sozialen Herkunft. Und ich glaube, jetzt kulminiert das so, dass Menschen und es da auch die Solidarität gibt zwischen Schwarz und Weiß und sagen, wir möchten das neu verhandeln, wir möchten, dass es aufgearbeitet wird und jetzt an die Strukturen geht. Aber ich würde mir eins erlauben, vielleicht auch in Frageform. Ich finde diese Differenzierung wichtig. Wir haben keinen Grund in unserer Gesellschaft zu Hochmut. Es gibt bei uns auch Alltagsrassismus in allen Teilen der Bereiche. Ich finde nur den Unterschied zwischen der Polizei in den USA und bei uns mit Händen zu greifen. Wir haben wahrscheinlich eine der zivilsten Polizeien auf der Welt. Mhm. Und bei uns ist es in der Regel, auch wenn es solche Erscheinungen gibt, wie Sie es beschrieben haben, eher so, dass Menschen eher ein Sicherheitsgefühl haben, wenn sie Polizisten und Polizisten geben. Es gibt Länder auf der Welt, da haben Menschen Angst, Polizisten und Polizisten zu sehen. Nochmal, das ist keine Entschuldigung für Racial Profiling. Das ist nicht erlaubt, das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch nicht so, aber ich sage es jetzt mal ein bisschen deutlicher. Wenn ich auf der Regierungsbank sitze, Herr Lanz, dann sehe ich im Bundestag bei der AfD prozentual mehr Rassisten, als es die je bei der Polizei in Deutschland geben würde. Das sieht aber Ihre Vorsitzende anders. Nein, das hat sie so auch nicht gesagt. In Berlin zum Beispiel sind 35% der Polizisten und Polizisten selbst Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, unsere Polizei ist auch diverser geworden in vielen Bereichen. Aber ist demokratischer ausgebildet als in Deutschland. So? Nein, ich finde, Frau Esken hat sinngemäß gesagt, wir müssen da schon auch mal bei unserer Polizei hingucken. Wir haben ein strukturelles Problem. Wir müssen überall in unserer Gesellschaft, auch bei der Polizei, hingucken. Das wissen die Polizisten und Polizisten aus meiner Heimat, aus der Region Braunschweig, die ich kenne, die übrigens oft gute Gewerkschafter und Sozialdemokraten sind, die sich engagieren gegen rechts übrigens auch in vielen Bereichen. Die kann man natürlich nicht pauschal in so einen Verdacht setzen. Das hat sie auch nicht getan, meine Vorsitzende. Doch. Sondern sie hat davon gesprochen, dass es in der gesamten Gesellschaft eine Latenz gibt. Und das, finde ich, ist auch eine offene und eine differenzierte Debatte. Ich werde jedenfalls nicht zulassen, dass die Polizistinnen und Polizisten in diesem Land unter Generalverdacht gestellt werden. Das hat aber auch Frau Esken nicht getan. Also das kann man so und so lesen. Ich würde das anders lesen. Also bei einer anderen Sendung gäbe es jetzt einen Faktencheck. Dann würden wir den Text hier einblenden und das vielleicht mal checken. Das machen wir gleich mal. Mir ist diese Klarstellung wichtig. Nochmal, das machen wir gleich mal. Wir haben tatsächlich die demokratischste Polizei auf der Welt. Das heißt nicht, dass es nicht da auch mal den einen oder anderen Rassisten gibt. Oder Dinge, die nicht in Ordnung waren. Bei NSU haben wir das zum Beispiel erlebt, wo aufgeräumt werden muss auch mit Missständen. Oder bei einer Bedrohungssituation, die es in Frankfurt gegeben hat. Aber für die Polizei meiner Heimat in Niedersachsen, die in der Ausbildung eine Bachelor-Ausbildung macht, mit demokratischer Ausbildung. Ich finde, die Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag den Kopf hinhalten, auch für unsere Demokratie, die darf man dabei nicht vergessen. Aber Herr Minister, es geht ja auch gar nicht darum, Generalverdacht zu stellen. Aber trotzdem muss man ja auch Probleme benennen. Und Sie haben es gerade schon selber angesprochen, der NSU. Das ist ja ein gutes Beispiel, wo wir über Jahre gesehen haben, wie es eine Kriminalisierung der Angehörigen und der Opfer gab. Absolut. Ja, von den Ermittlungsbehörden über Jahre. Das wurde eigentlich bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Wir sehen, das haben Sie auch gerade angesprochen, wie wir gerade in Hessen viele Fälle hatten, wo rechtsextreme Chatgruppen von Polizisten in Frankfurt am Main, wo es die Fälle gab, dass im Polizeirevier die Adresse abgefragt wurde von einer Frankfurter Anwältin, die ja NSU-Betroffene betreut hat, also vertreten hat in dem NSU-Prozess. Also das sind nicht nur Einzelfälle. Wir hatten vom Innenministerium Hessen eine Umfrage, wo Polizisten gesagt haben, 18%, sie hätten schon mal rassistische Sprüche von anderen Polizisten gehört. Mhm. Ja? Also diese Racial Profiling-Fälle ist halt auch noch ganz wenig untersucht. Die Tod im Polizeigewahrsam von Menschen aus Einwandererfamilien, das sind auch alle Statistiken, muss man gucken. Es gibt Vereine und NGOs, die sagen, das sind 159 Fälle von 1990 bis jetzt. Ja, das ist jetzt sozusagen von einer Nichtregierungsorganisation, aber das sind trotzdem Fälle, wie Uri Jalloh zum Beispiel ja sehr bekannt ist, wo man genau hingucken muss. Und ich glaube, es ist wenig hilfreich, wenn man immer sagt, es geht jetzt nicht darum, Leute um Generalverdacht zu stellen, weil darum geht es ja gar nicht. Aber das heißt, es sind trotzdem Strukturen, die begünstigen, dass sozusagen rassistische Vorstellungen in der Polizei auch weiterleben. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne... Darf ich mal kurz eine Brücke zu schlagen? Herr Heil, warten Sie ganz kurz, der Punkt ist so wichtig. Nee, es geht um Ihren
Faktencheck. Ich habe es hier. Manchmal weiß ich gar nicht, wie gut ich vorbereitet bin. Herzlichen Glückwunsch, Herr Land. Nein, Quatsch. Haben meine Kollegen gemacht, die haben mir das hier aufgeschrieben. Saskia Esken, Zitat, weil Sie gerade sagten, das war nicht so pauschal und Polizei. Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Punkt. Sie hat aber das Zitat zu Ende gelesen. Da steht drin, dass das für die absolute Mehrheit, ich habe es nicht wörtlich, aber nicht gilt. Deshalb die durch Maßnahmen der inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen, Punkt. Und deshalb muss eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerden betraut werden. Ich finde es gut, dass Boris Pistorius, den Sie auch kennen, der niedersächsische Innenminister, und genau. Saskia Esken gemeinsam nächste Woche, glaube ich, in Niedersachsen mal eine Polizeiakademie besuchen und diese Frage diskutieren. Und zwar in der differenzierten. Nicht ablenken, Herr Heil, bitte. Nein, Boris Pistorius habe ich auch hier. Ja, die Kollegen haben großartig vorgearbeitet. Der sagte, aber der Polizei zu unterstellen, sie habe ein größeres Problem mit Rassismus als andere Lebensbereiche, ist falsch, ja, und setzt die 300.000 Polizisten in Deutschland einem ungerechtfertigten Generalverdacht aus. Ja, das finde ich. Jetzt nochmal, warum sagt Saskia Esken sowas? Also ich glaube, offensichtlich geht es ja um eine notwendige Debatte mit einer Klärung. Und ich finde, wenn am Ende rauskommt, dass wir einen differenzierteren Blick haben, der keinen Fall entschuldigt, sondern aufräumt mit Dingen, die Sie beschrieben haben. Der aber das in Relation setzt und nicht sagt, wir haben ja ein spezielles Problem bei der deutschen Polizei. Wir haben Alltagsrassismus in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft. Aber darf ich trotzdem noch mal fragen, Herr Heil, warum sagt Ihre Vorsitzende das? Das müssen Sie sich selbst fragen, sage ich jetzt mal ganz offen. Ich okay, bin aber Sie haben ja gerade gesagt, sie hätte das nicht gesagt. Sie Nein, sie hat, gesagt. Ich habe das gesamte Zitat gelesen, das habe ich Ihnen gesagt. Und man kann natürlich immer Einzelsätze rausnehmen. Sie hat auch gesagt, aber dass sie die überwiegenden Zahl der Polizistinnen und Polizisten damit nicht meint. Ich möchte nur, dass wir in dieser Gesellschaft miteinander reden, auch Dinge klären und nicht ständig gefühlig aneinander vorbeireden. Mhm. Und eine Differenzierung heißt, jeder Fall, den Sie beschrieben haben zum Beispiel, ist einer zu viel. Aber es ist die Frage sozusagen, ist das sinnbildlich für die deutsche Polizei? Und da würde ich nach allem, was ich weiß, sagen, nein. Die Polizistinnen und Polizisten in diesem Land sind anders drauf als in der Weimarer Republik oder als in den USA. Sie sind besser ausgebildet. Und sie haben auch eine Möglichkeit, in vielen Bundesländern, wenn solche Vorkommnisse da sind, mit disziplinarrechtlichen Dingen das zu ändern. Aber die Polizei zu blamen und davon, ich sag's ja mal deutlich, ich sag's noch mal, ich glaube, dass im Deutschen Bundestag mehr Rassisten sitzen, wenn ich auf die AfD-Bank gucke, als es die je in der deutschen Polizei geben wird. Mhm. Das also ist vorsichtig, dass man nicht okay, eine Sie Gruppe sind mir nicht böse, wenn ich finde, dass das sehr anders klingt als das, was Ihre Vorsitzende gesagt hat. Das ist Ihre Wertung. Ich genau, finde, dass Punkt. Es richtig ist, dass wir das miteinander erklären, aber dass wir eine Relation behalten. Mich würde interessieren, wie Jana das sieht. Wie gesagt, es geht doch nicht um einen Generalverdacht, wenn man Strukturen benennt und problematisiert. Und wenn man sozusagen dann reflexartig im Widerstand kommt und sagt, deswegen, das sind alles Einzelfälle, es sind Fälle, die sich gehäuft haben und die es wert sind zu untersuchen, wie Sie auch gesagt haben, wo es vielleicht auch Sinn macht, wie vorgeschlagen wird von einigen Stellen, dass man das unabhängig untersucht. Aber trotzdem muss man ja weiter gucken, dass mit dem NSU, was sich ja über Jahre zum Beispiel hingezogen hat, war mehr als Einzelfälle. Das war mehr als Einzelfälle. Es waren verschiedene Behörden daran involviert. Mhm. Das heißt, sozusagen diesen institutionellen Aspekt, ich glaube, das Problem ist, wir möchten ja alle eine Polizei, wo man sagt, das ist der Freund und Helfer. Und wenn es sozusagen solche Fälle gibt, die dann ja auch die anderen in Misskredit geringen, dann geht das auch an den Kern der Demokratie, weil die dafür zuständig sind, ja sozusagen eine wichtige Rolle in dieser Gesellschaft einzunehmen und die auch die Legitimität brauchen von der Bevölkerung. Das Vertrauen wird aber verloren gegangen in den Communities, wenn der Umgang so oft dann auch mit Gewalt oder mit Stereotypen verbunden ist. Ja? Und deswegen finde ich, die Diskussion geht immer ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe das von, es geht nicht darum, die Länder genau zu vergleichen. Ne? Aber trotzdem sehen wir das hier auch. Wir sehen es ja auch im Bildungssystem. Ja. Da müssen Schüler aus Einwandererfamilien müssen trotzdem, trotz gleicher Leistung, werden sie seltener fürs Gymnasium empfohlen. Ja? Die werden trotz gleicher Leistung schlechter benotet. Wohnungssuche. Ja, da gibt es so viele Studien, die das beweisen. Menschen mit Deutsch-Türken, also mit türkisch klingendem Namen, wenn die sich bewerben, müssen sie mit gleichen Qualifikationen öfter Bewerbungen schicken, um eingeladen zu werden. Ja. Das sind strukturelle Sachen. Sie haben genau recht. Es ist nicht nur bei den Ermittlungsbehörden. Es zieht sich durch die Gesellschaft. Now we are talking, würde ich sagen. Ja. Wir haben an dieser Stelle tatsächlich, es gibt Alltags- und es gibt strukturellen Rassismus am Arbeitsmarkt in verschiedensten Bereichen. Das sieht man, wenn es anonymisierte Bewerbungen gibt und das anders ausgeht, als wenn die Leute den Namen kennen. Stimmt, ja. Das sind Dinge, die diese Gesellschaft klären muss und
wo sie besser werden muss. Ich habe nur gesagt, eine isolierte Diskussion über die Polizei finde ich falsch. Lassen Sie uns über strukturellen Rassismus in Deutschland reden. Es gibt, glaube ich, zwischen unseren beiden Auffassungen überhaupt gar keinen Unterschied an dieser Stelle. Und ich will mal eins draufsetzen. Ich glaube das nicht. Weil ich will Ihnen sagen, was mir ein bisschen Hoffnung macht. Sie haben vorhin über die jungen Leute gesprochen. Ich würde mal sagen, neben vielen Gründen, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist und dass junge Leute aufstehen, die Dinge zu ändern, gibt es auch einen handfesten Pendelausschlag, weil wir davor eine rechtspopulistische, eine rechtsradikale Bewegung erlebt hat, die ja auch Neorassismus mit sich gebracht hat, die zu Gewalttätigkeiten, zu Anschlägen geführt hat in dieser Gesellschaft. Ich freue mich, dass da endlich Leute laut werden und sagen, wir wollen diese Verhältnisse ändern, auch die strukturellen Fragen angehen. Aber wie gesagt, nicht isoliert, sondern in diesem Zusammenhang. Und ich sage Ihnen, dass ich sitze auf dieser Regierungsbank seit 2 Jahren. Da sitzt diese Fraktion vor mir, die versucht, diese Gesellschaft zu vergiften und nicht nur Rassismusprobleme zu leugnen, sondern da, wo wir gesellschaftliche Fortschritte haben, die noch zurückzudrehen mit hassverzerrten Gesichtern. Das ist auch die Realität der letzten Jahre. Und deshalb bin ich hoffnungsfroh, dass diese junge Generation in der Klärung dieser Diskussion mithilft, dass diese Gesellschaft, ich sag mal, vielfältiger, weltoffener und vernünftiger wird. Darum geht es mir. Kannst du mal aus deinem Leben, hier in Hamburg geboren, aufgewachsen, berichten, wie sich diese bundesdeutsche Gesellschaft verändert hat im Laufe der Jahre? Ja, und wir sind in einer vielfältigen Gesellschaft, ja, das ist ja ein Fakt. Also 25% der Menschen kommen aus Einwandererfamilien. Ich weiß, aber und die Frage ist, nehmen wir das sozusagen auch so wahr, nehmen wir das auch an? Also ist die Tatsache, dass Deutschland natürlich de facto längst ein Einwanderungsland ist, ist das etwas, was wir annehmen, von dem wir sagen, ja klar, ist es. Wir sind genau auf diese Tatsache ja auch stolz, was bereichert uns ja im Zweifel auch. Ja, und ich glaube, das Problem ist, dass immer noch zu oft Deutsch als weiß und blond definiert wird, sage ich jetzt mal ganz klischeehaft. Also, dass diese Frage, das klingt erstmal wie eine kleine Frage, wo kommst du her? Und wenn man dann antwortet aus Hamburg als schwarze Deutsche, nein, wo kommst du wirklich her? Für die Menschen ist Deutschland weiß, ja, würde ich sagen. Wie bitte? Für die Menschen meisten ist Deutschland weiß. Für viele, nicht für die meisten wahrscheinlich, aber für viele, für eine auch wahrscheinlich laute Minderheit. Und sozusagen, wenn ich dann antworte aus Hamburg und dann, nein, wo kommst du wirklich her, wo kommt deine Farbe her, als ob man die irgendwo kauft. Weil immer sozusagen die Frage kommen soll, dass man am Ende sagt, ja, da gibt es ja noch einen afrikanischen Teil. Ach so, okay, so wirklich richtige Deutsche bist du nicht. Das klingt erstmal amüsant, aber es heißt ja sozusagen, dass man immer eigentlich ausgegrenzt wird, marginalisiert, weil man nicht als Teil dieser Gesellschaft gesehen wird. Und das ist natürlich ein großes Problem und wir müssen uns, glaube ich, auch mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Ja? Schwarze Menschen gibt es in Deutschland seit 400 Jahren. Natürlich nicht in großen Zahlen vor 400 Jahren, aber es gab diese Präsenz. Wir haben es definitiv, es gab deutsche Kolonien. Ja, das wird ja auch oft nicht thematisiert, muss man sagen. Das heißt immer gesagt, die Franzosen, die Niederländer, die Portugiesen, aber die Deutschen hatten auch, wir wissen alle, 1884 die Konferenz in Berlin, als Afrika quasi am Reißbrett aufgeteilt wurde. Und es gab auch deutsche Kolonien. Und 1945 gab es einen Genozid in Namibia. Ja, da sind die ersten Konzentrationslager, das deutsche Wort Konzentrationslager wurde das erste Mal benutzt. Das war natürlich andere Konzentrationslager, als wir dann im Holocaust schlimmerweise gesehen haben. Aber trotzdem, ja, da gab es diesen Genozid und dann hat Deutschland die Kolonien ja nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg verloren auch. Aber trotzdem sehen wir sozusagen diese Geschichte. Wir sehen es in Straßennamen, in kolonialen Straßennamen. Die schreiben sich ein in Stadtbild, aber diese Thematisierung findet nicht statt. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Als Medientipp, Sie müssen mal eins als kleiner Sidekick. In der Mediathek der Deutschen Welle, sowas gibt es Ihre wunderbare Dokumentation, die das wirklich ausführlich aufarbeitet. Ich habe viel dafür gelernt. Da danke ich mir. Dankeschön. Ja, du hast dafür einen Mann getroffen, der genau dieses Thema mitbrachte, war auch schon mal zu Gast bei uns hier in der Sendung, glaube mittlerweile leider verstorben. Ja, Theodor Wonja Michael. Sehr angenehmer Mensch, den ich damals hier kennengelernt habe. Theodor Wonja Michael. Und wir hören mal ganz kurz in euer Gespräch rein. Das war sehr aufschlussreich. Kamerun war ja deutsche Kolonie. Und wie man früher nach Amerika wollte, war Deutschland ja auch das Ziel der jungen Afrikaner. Und es gab das, was man später den Rassismus nannte oder nennt, in dieser Form noch nicht. Das kam erst auf, indem diese jungen Männer ja irgendwie Forderungen stellten. Also unter anderem auch deutsche Frauen heirateten. Und ich habe auch keinen Kontakt
mit weißen Frauen gesucht. Es wäre schlimm gewesen, da wäre dann sofort die Sterilisation dazugekommen und dann möglicherweise dann auch eine Anklage wegen Rassenschande. Aber wenn man das so vor Augen hat und Sie sagen, Sie haben schon mal aufgepasst, dass Sie sich nicht irgendwie mit weißen Frauen oder Mädchen angefreundet haben, dann haben Sie sozusagen eigentlich immer so eine Art Versteckspiel, versucht, sich unsichtbar zu machen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Sie nehmen das richtige Wort auf, unsichtbar machen. Aber ich konnte mich gar nicht unsichtbar machen. Mit dem Gesicht kann man sich nicht unsichtbar machen. Aber ich habe es versucht. Ich habe es versucht und es gibt das eine nur, ducken, verkriechen, Maul halten. Ducken, verkriechen, Maul halten. Wie ist heute? Es hat sich natürlich viel verändert. Ich meine, das war die NS-Zeit. Ja? Also Theodor von der Michael musste in Völkerschauen auftreten und Kolonialfilmen. Natürlich, ich meine, es gab einen Bruch 45. Mhm. Das ist ja klar, aber eben trotzdem. Aber du sagst, es gibt so die Vorstellung, dass das mit 45 endet. Rassismus gab es natürlich auch weiterhin und den sehen wir natürlich auch heute noch. Und wie gesagt, das ist eine andere Form. Ich möchte das nicht mit der NS-Zeit vergleichen. Mhm. Das ist eine grausame Erfahrung, die wir damals gemacht haben. Natürlich ist es heute anders. Wir leben in einer Demokratie, aber trotzdem sehen wir halt institutionelle und strukturelle Rassismen fortleben. Und diese Sachen sind sehr schwer zu benennen. Und wir haben sozusagen die Statistiken, ja, wir haben die Zahlen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat ja gerade die neuen Zahlen rausgebracht, wo viele Beratungen kommen von Menschen, die sich rassistisch diskriminiert fühlen. Das ist gestiegen auf fast 1.200 im vergangenen Jahr. Und trotzdem fehlt eigentlich eine Diskussion darüber und vor allem ist grundlegend anzugehen. Grundlegend angehen würde was bedeuten? Dass wir die Kolonialgeschichte aufarbeiten, unter anderem. Dass man, wie gesagt, unabhängige Beschwerde- und Beratungsstellen hat, wenn es auch um Dinge geht wie in den Ermittlungsbehörden, in der Polizei, wäre ein großer Schritt, wo Leute sich ernst genommen fühlen. Dass Kolonialgeschichte anders thematisiert wird in der Schule. Dass wir ein anderes Selbstverständnis entwickeln. Dass wir das Bildungssystem durchgehen. Soziale Herkunft, ja, das wird immer wieder kritisiert. Wir wissen, wie wichtig soziale Herkunft ist beim Bildungserfolg. Und das trifft natürlich auch besonders Menschen aus Einwandererfamilien. Es macht einen Unterschied, ob man weiße oder schwarze Hautfarbe hat in diesem Land. Und das kann nicht sein, dass die Lebenschancen davon abhängen. Und das erlebst du auch in deinem Alltag? Du bist Mutter auch eines anderthalbjährigen Sohnes, glaube ich? Ja, ich habe einen Sohn, ja. Ja, so, ja, genau. Mhm. Das heißt, in welcher Welt wächst er auf? Ich finde, es geht nicht um mich, weil natürlich, das muss man jetzt sagen, ich finde immer eine Sache, wo man auch merkt, warum auch die kleinen Dinge eine Rolle spielen. Ja, wenn wir Beschimpfungen erleben, rassistische oder halt dieses ständige. Erlebst du? Ja, natürlich. Ich glaube, wie jeder schwarze Mensch in Deutschland erlebt Beschimpfungen, klar. Das N-Wort höre ich selten, aber höre ich auch immer noch. Oder man soll zurückgehen nach, wo man herkommt. Für mich wäre das dann Hamburg. Aber bei welchen Gelegenheiten? Gott, in Straßensituationen, natürlich im Netz, da kombiniert das natürlich auch noch mal mehr. Es gibt natürlich alle Erfahrungsschätze. Wenn eine Freundin mir erzählt, dass ihr Sohn sich anhören muss in der Schule, ob ihr sein afrikanischer Vater mit Messer und Gabel essen kann, dass die Haut, ja, dann werden Schimpfwörter wie N-Wort und so benutzt, dass die Haut würde aussehen wie, ich will es jetzt nicht sagen, das S-Wort sozusagen. Ja, also das sind Sachen, wir haben diesen Rassismus. Wir haben ja aber auch eine Diskussion in Deutschland, wenn man zum Beispiel über Schulen redet. Wann wird über Problemschulen geredet? Das sind eigentlich dann immer Schulen, wo viele Schüler aus Einwandererfamilien kommen. Natürlich sind, ja, das natürlich hinterlässt das auch Spuren bei denen, wenn sie ständig abgewertet werden, ja, auch im politischen Diskurs. Und wir haben vorhin über den Bundestag gesprochen. Frauen sind unterrepräsentiert mit 30%. Menschen aus Einwandererfamilien sind unterrepräsentiert. Das ist schwer zu sagen, weil man natürlich, wir in Deutschland solche Statistiken nicht erheben. Aber es gibt Schätzungen, dass 8% nur der Abgeordneten aus Einwandererfamilien kommen. Und eigentlich müssten es 25% sein. Karamba Diaby haben wir hier gesprochen. Also das ist ein schwarzer Bundestagsabgeordneter. Das ist mein Kollege, ein Sozialdemokrat aus Halle. Genau. Großartig. Kollege, der mit Morddrohungen zu tun hat und wo Rassisten sich fragen, wie kann das ein deutscher Abgeordneter sein? Also das ist, ist was. Sie haben vollkommen recht, dass in der wirtschaftlichen Repräsentanz, übrigens auch in der medialen, fällt mir auf,
und auch in den Parlamenten wir auch diverser werden müssen, was alles Mögliche betrifft, um eine moderne Gesellschaft zu sein. Die Frage, wer so Migrationshintergrund in Anführungsstrichen hat, ist ganz schwierig zu zählen, ehrlich gesagt, weil das inzwischen so bunt geworden ist. Ich habe einen, der ein Staatsminister hat eine belgische Mutter. Ist das jetzt ein Migrationshintergrund? Also wenn Sie es tröstet, selbst meine Kinder haben Migrationshintergrund. Sie sind doch Italiener, oder? Und Deutscher. Beides, sehen Sie wohl? Also so mischt sich das. Aber genau deswegen, da möchte ich noch mal reingehen, brauchen wir auch Zahlen. Es ist natürlich durch unsere Geschichte auch so, dass bestimmte Sachen wie Hautfarbe auch zu Recht nicht sozusagen von öffentlichen Stellen irgendwo festgehalten werden. Ja, da haben wir auch gelernt aus dem Nationalsozialismus. Aber es gibt zum Beispiel den Afrozensus jetzt, wo Leute mit, also schwarze Menschen in Deutschland ihre Erfahrungen mit Rassismus teilen, damit sozusagen einfach mal Daten erhoben werden, wie es eigentlich ist. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, und deswegen finde ich das wichtig, wenn es sozusagen um Beschimpfungen geht, um rassistische, wo man erst mal denkt, okay, das sind jetzt individuelle Erfahrungen. Aber das sind halt Mikroaggressionen. Mhm. Und wir haben soziale Determinanten von Gesundheit. Und die zeigen genauso wie bei Armut, wenn Menschen sozusagen nicht wissen, wie sie irgendwie ihre Miete noch bezahlen sollen, löst halt auch das Stress aus. Ja, das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet, wenn man rassistisch beschimpft wird. Und letzten Endes, da gibt es viele Untersuchungen, gerade in den USA, steigt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Bluthochdruck. Mhm. Und Menschen sterben mitunter früher, die Diskriminierungserfahrung haben. Genauso wie Menschen mitunter Jahre früher sterben, die in Armut leben. Mhm. Und ich finde, deswegen ist es wichtig, dass man merkt, selbst irgendwie, wenn jetzt eine Frau ihre Handtasche festhält, weil ein schwarzer Mann sich daneben setzt in der U-Bahn, ist das verletzend. Aber das hat halt auch zur Folge, dass der Mann dann vielleicht keinen Job bekommt, weil Leute diese Stereotype im Kopf haben oder dass eine Wohnung deswegen nicht bekommt. Und das macht es institutionell. Das ist absolut richtig. Was würdest du dir wünschen für deinen Sohn? Naja, ich wünsche mir das für meinen Sohn, was ich mir auch für alle anderen Menschen wünsche, dass wir nämlich diesen systemischen Rassismus angehen. Ich glaube, es geht wirklich an den Kern der Demokratie. Und ich möchte das doch noch mal, wenn ich es darf, auch im Vergleich mit den USA machen. Wo ich habe vorhin das Justizsystem angesprochen. Da geht es darum, dass schwarze Menschen für die gleichen Verbrechen höhere Strafen bekommen. Für die gleichen Verbrechen. Die müssen höhere Kautionen und höhere Bußgelder bezahlen. Das ist einfach so ein Missverhältnis. Und in Deutschland sehen wir das eben, es ist ein anderes System, aber trotzdem in Phasen, auch wenn ich über das Bildungssystem rede. Und wenn wir das nicht angehen, und die Würde des Menschen, ja, der Grundgesetzsatz ist so ein schöner Artikel. Ja. Aber den müssen wir dann auch wirklich umsetzen. Ja, schwieriges Thema. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jana Paragis, dass du heute bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Hubertus Heil. Alles Gute beim Verteilen von Milliarden weiterhin. Und trotzdem ruhige Nächte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Harald Welzer und bei Gabriel Felbermeier. Das hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegen von Heute Plus. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.